Oh nee. Nein, 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 nein. Ach, Jenny, nein, 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 nein. Oh, lauf, 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 lauf. Und ist gleich der Husky tot. Ausgehen jetzt von den Elefanten. Wo sind die anderen Elefanten? Leck mich doch. Oh, shit. Lauf, Jenny! Oh, Jenny, lauf um dein Leben! Oh Gott, der nächste Unfall hier. Oh nein! Und Wookie ist was durch den Kopf gegangen, warst du so, ey. Oh, oh Mann. Shit. Oh, Jenny wieder hier. Unterwegs. Schafft sie das? Oh Gott. Ich ahne so Schlimmes. Einfach hier durch. Komm. Los. Lauf. Nein. Lass durch. Oh mein Gott. Oh, die kommen hinterher. ja. Ich muss mal kurz irgendwie mich erstmal um die anderen Leute kümmern. Alter, die sind alle von einem abkrepeln. Oh Gott, das ist richtig knapp hier gerade. Die Frage ist, was machen wir da jetzt? Die kommen einfach durch hier. Dann nehme ich den Alex, servus. Der gute Gargamel, ey. Wie heißt der Spam-Ordner für Schlümpfe? Gargamel. Hallöchen, Alex, ey. Oh Gott. Auf jeden Fall Hype, ne? Schafe raus. Shit, Alter. Wir brauchen Verteidigung. Oh Mann, Alex, ey, du hast alles verpasst hier. Auch schon 16. Resub, Alex, ey. Krasse Action. Warum können die Elefanten in der Tür benutzen? Ja, weil die Elefanten schlau sind. Ah, oh, shit, okay. Nein. Liegt Jenny am Boden? Mhm. Ist Jenny tot? Nee, noch nicht. Jenny knuddelt mit den Elefanten. Das macht sie öfter. Menschenjäger, komm, geh da weg, ey. Du hast uns die ganze Zeit auf Stumm nebenbei gehabt. Wisst ihr, was hast du mitbekommen? Auch schön. Oh nein, 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 was? Nein, 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 läuft hier, warum läufst du denn hier vorne lang? Was ist denn jetzt, warum eskaliert denn das da schon wieder? Ich laufe jetzt erstmal auch zum Elefantenhaus. Oh Gott, ey. Oh Gott, da kommen die anderen. Es eskaliert hier jetzt, ey. Okay, der erste ist Geschichte. Ich hasse es. Oh oh. Tröd! Massensterben, ey, das wär's jetzt, Aska, ey. Jetzt hier einmal noch so einen halben Wipe. Nein, halt, ich stirb jetzt keiner mehr. Punkt. So, komm. Ja, sehr schön, Sapir. Ich will ja nur mal anmerken, dass Reanimier-Naniten sehr selten sind. Sehr selten. Boah, ist ja schön. Bisschen Druck aufbauen. Ach, sehr schön, okay, alles klar. Ui. Gar kein Problem hier, liebe Leute. Alles easy. Ach, leck mich. Gott. Ja, Nachti Alex. Gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Das ist gerade irgendwie so maximale Eskalationsstufe. So, Dana, du darfst dich gern ein bisschen beeilen. Unser Wuffel hier unten ist ja noch am... Oh nein. Tod in 2 Stunden. Das wird wohl, glaube ich, nichts mehr werden. So, haben wir denn überhaupt noch jemanden mit Medizin hier oben? Luki wäre der zweite gewesen mit Medizin. Wir haben eigentlich nur noch... Na, Fennenig könnte noch, theoretisch. Okay, wo ist denn Fennenig gerade? Okay, versorgt gerade das Tierchen. No, ist versorgt... Okay. Jetzt mach ich gerade.
Ich rauche jetzt erstmal eine. Hallo? Da los, ey, weißt du? Zum Klarkommen. Hier ist auch so ein scheiß Elefant. Ach du Kacke. Freunde, wir haben ein Problem. Hier ist noch ein Elefant. Leck mich. Warum ist denn hier noch ein Elefant? Oh, scheiße, hätte ich nicht gesehen. Mann, warum waren das. Hä, warum waren das drei? Weil 1 plus 2 3 sind. Ah. Okay, so Freunde, was habt ihr hier für Waffen? Keule. Dahin. Dana muss gleich mal irgendwie mit Fennec hier oben irgendwo. Okay, liegt flach. Hobbit liegt, rennt gerade da runter. Ja, da wird der Husky jetzt leider sterben. Das ist alles nischt. Kann niemand zum Retten abstellen. Annie schläft ganz gechillt. Ich war müde. Und der Mayo, der will hier eine rauchen gehen. Nee. Oh, guckt euch das an. Sabrina hat den Elefanten umgekloppt. What? Einfach mal zack. Geil, Sabrina hat's richtig raus, ey. Sabrina hat mit der Keule den Elefanten kaputt gekloppt. Aber der Husky ist jetzt halt tot, ne? Ja, keine Ahnung. Kann mal versuchen, nochmal zu retten, aber irgendwie, lebt halt nur noch 2 Stunden. Jo, da kennt Sabrina nix, würde ich sagen. Ne? Hat er denn eigentlich für Verletzungen abbekommen? Ganz kurz schauen, Sekunde. Interessiert mich jetzt mal. Sabrina ist jetzt God of War. Goddess of War, ne? Wir wollen das ja hier korrekt haben. Na, Sabrina traf den Elefanten mit ihrem Streitkolben. Sabrina zertrümmerte den Elefanten, Sabrina verletzte den Elefanten mit Streitkolben. Der hat einfach zu viele Prellungen abbekommen durch den Streitkolben. Einfach bewusstlos geprügelt, ey. Okay, Somos, Freunde, ihr dürft euch mehr ausruhen. Der Mayo darf auch ins Bett. Ah, oh, shit, gerade ist der Husky gestorben. Ach, oh nein. Just in dem Moment, als Hobbit unten war. Hier, guckt euch an, so weit entfernt war sie. So viele Tote. Schon ist überall. Wem gehört denn der Husky? Ich hab keine Ahnung, zu wem der gehört. Ich glaube auch Jenny. Oh. Jenny muss ja harte Verluste erleiden. Wenn die überhaupt zu irgendwem gehört hat, ich weiß gar nicht. Oder Sabrina, könnte auch sein. Ich hatte ja auch einen persönlichen Husky gehabt. Nö. Hallo, Elefanten, wir brauchen schon Elefanten. Okay, so, Wundinfektion. Wer hat denn eigentlich Wundinfektion gehabt jetzt hier? Ich hab da gar nicht aufgepasst. So. Der Benno, schon wieder. Okay, alles klar. Naja, was soll's. Wir brauchen einen Elefanten. Einfach wegkloppen. Okay, also wir haben auf jeden Fall den Bark heute schon verloren. Wir haben schon den Husky verloren. Aber wenigstens gibt's noch mal Essen. Sabrina bietet gerade und blutet gerade alles voll. So, Sabrina, du kannst mal gerne bitte hier ins Bett gehen. Danke. So, verarztet. Ansonsten, wie gesagt, Rookie ist Geschichte. Wir müssen gleich mal nach oben die Dings bauen. Komm, da baut Anni jetzt mal schön. Da sieht man es wieder, Frauen und ihr Nudelholz. Aber hallo, sowas von Scorby.
Okay, Anni baut schon mal hier oben die Leichenhalle quasi, mehr oder weniger. Ich bin ja wieder wohl sehr schön. So, dann müssen wir ganz kurz die Einstellung hier kopieren. Abfallzone, kopieren, einfügen. So, ausziehen können wir den aber nochmal. Dann liegt da wenigstens nackig da oben rum. Denn die Sachen können wir immer schon mal gebrauchen, ne? Also der braucht jetzt unbedingt nicht noch Waffen und Rüstung und sowas, hast du nicht gesehen. Uiuiui. Heute geht's hier richtig ab, liebe Leute. Heute geht's richtig ab. Okay, so, Kopie bauen. Wir brauchen natürlich oben noch Strom. Ganz wichtig, Strom. Mann ey, heute ist wirklich echt so ein bisschen... Uiuiui. Okay, so. Rookie wurde komprimiert. Der bleibt da jetzt erstmal drin. Und Dach ist auch drüber. Ist ja in. Aber... Die, die zumindest noch leben, haben keine bleibenden Schäden und Sabrina hat einen Elefanten ausgenockt. Also, Hut ab. Das hätte schlimmer kommen können. Boah, liegt nur so viel Zeug hier unten rum. So, Forsch, warte mal kurz. Die Frage ist, haben wir überhaupt noch Lagerplatz hier oben? Ich weiß gar nicht. Nicht mehr viel. Ja, Insektenangriff wäre jetzt das, was noch überhaupt noch fehlen würde. Da bin ich ganz deiner Meinung. So, Nahrung. Wir müssen auf jeden Fall das Zeug hier unten holen. Allerdings erstmal hier die Waffen und sowas. Das ist schon mal, glaube ich, wichtiger. Und die liegen halt so weit weg, dass man die irgendwie auch nicht verbrennen kann, die ganzen Fritzen hier. Hab ich gerade komprimiert gesagt? Na, ja, hallo. Du hast komprimiert gesagt. Okay. Ich habe mich schon gewundert, was ich meine natürlich daran. Konservieren. Ach, schon, hallo. Jetzt Wookie zerteilt. Ja, ich habe doch gesagt, ins Essen mischen. Die, also ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt. Ich meine natürlich konservieren. Ihr wisst doch, was ich meine. Hallo, ich bin völlig von der Rolle. Es ist gerade eine Maximaleskalation hier. Alles am Sterben. Ich weiß auch nicht, wie ich auch komprimiert komme. Komprimiert ist auch gut. Ins Essen mischen halt. Ja, da muss der gute Markus dann irgendwie herhalten. Anwerben. 42, 96% Schwierigkeitsgrad. Okay, so sieht's aus hier. Absoluter Erholungsmangel, hässliche Umgebung, sah Verbündete sterben, leichte Schmerzen und Tisch gegessen. Ey, dass sie immer so rumheulen müssen, weil sie irgendwie mal ohne Tisch essen. Wir haben hier gerade andere Probleme, weißt du? Da dreht er so einen scheiß Tisch nicht. Oje, oje. So, Sabrina darf auf jeden Fall, hat sich verdient, hier die exzellente Flakweste anziehen. Wir können gleich mal die Leichen verbrennen, glaube ich. So sieht's denn aus. Komm, geh mal ein Tütchen rauchen hier, der Mayo. Jawohl, erstmal schön einen durchziehen. Puh. Gechillt. Okay, so, wir haben ja auf jeden Fall noch eine, Flakjacke rumliegen und noch eine Flakweste. Vielleicht könnt ihr die irgendwo anziehen. Jenny könnt ihr die eigentlich mal gebrauchen. So viel die draußen rumstrolcht, weißt du? Oder auch noch Nahkampf. Na, komm, warte mal, komm, ihr Dings. Der Benno, Fennec, Dana. Dana könnte noch einer anziehen. Inventar. Ja, dann kriegt Dana die hier noch an. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Platz im Lager habe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ist fast alles voll wahrscheinlich. So. Okay, komm, dann einmal den ganzen Kram hier wegtragen. Ach, Mann. Uiuiui. Unglaublich. Heute mal wieder ein bisschen was passiert. Sabrina hat leider ihren Rookie verloren.
Das kommt halt mal vor, Jäger in der Fernkampfwaffe. Ja, ist klar, weil Jenny gerade aktuell keine Waffe in der Hand trägt. Logischerweise. Schade, schade. Aber zumindest, es hätte schlimmer kommen können. Ich habe schon ehrlich gedacht, dass die Elefanten noch mal ein bisschen was auseinandernehmen. Aber Sabrina hat sich irgendwie doch ja, gut zur Wehr gesetzt, würde ich sagen. Ein Husky ist noch gestorben. Unser kleiner Pal, unser Wag ist tot. Allerdings, naja, Ersatz kriegen wir für den auch nicht ran. Es sei denn, wir kaufen mal irgendwie ein Pärchen oder sowas. Weil das Problem ist halt irgendwie aktuell, es gibt halt nicht so wirklich viel. So, und die transportieren schon mal keine Zeugchen. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob uns ein Helm geholfen hätte an der Stelle. Durchaus möglich, aber ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Krankheit Malaria. Ach, geh doch weg. Geh doch weg. Markus und Frosch. So, unser Krankenlager ist auf jeden Fall fast voll. So, 61% sieht's aus hier. Versteckt Malaria aktuell. 2%, Immunität 1%. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Mal sehen. Ganz verwirrt. Er hat doch... Ach nee, Frosch hatte die Infektion. Wollte gerade schon sagen. Naja, okay, dann einmal hier behandeln. Erfolgt bereits. Ui, okay, so, ja, wie gesagt, das Zeug hier unten muss noch weg, das muss alles irgendwie aussortiert werden, weil eigentlich sollte es hier nicht liegen. Aber ich habe, glaube ich, auch nicht mehr so viel Platz im Lager oben. Sieht ziemlich voll aus hier oben schon. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo wir den ganzen anderen Krempelkram noch hinstapeln können. Also normalerweise sollte die dafür Sorge tragen, dass die auch, ja, alles irgendwie zusammenstapeln, aber irgendwie machen sie das nicht. Naja, was soll's. Gut, ihr Lieben, ich würde trotzdem sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Es ist ja schon ein bisschen später heute, schon wieder gleich 12:30. So lange war das gar nicht geplant. Nee, und ich muss früh raus, aber es war jetzt irgendwie so aufs Ende hin irgendwie noch ganz schön chaotisch. Na, immerhin hast du noch 4,5 Stunden Schlaf. Läuft. Sehr schön. Ja, also, es hätte schlimmer kommen können. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Verteidigung hier oben. Das hier oben war okay, weil die halt direkt kompakt hier durchkamen. Und auch dementsprechend gleich behakt wurden. Aber hier war einfach nicht genug Zeit. Also hier ging es richtig in die Hose. Die haben alle geschossen. Und ich weiß auch nicht, ob man sich da den besseren verstecken können. Weil das Problem ist halt, Rookie ist direkt von hier irgendwo hier rüber gelaufen und hat da irgendwie einen Headshot kassiert. Hirn zerstört, tot. Ist halt einfach tragisch. Aber so ist halt Rimworld. Müssen wir leben. Und ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Wir werden dann ein paar Stahlhelme herstellen. Ich glaube, ist eine gute Idee, nachdem wir jetzt festgestellt haben, was so eine verirrte Kugel machen kann. Ne? Also der Mayo, der Stammesführer hier, der König, der Herrscher über alle, der hat auf jeden Fall schon mal die beste Rüstung an. Und so, der Rest kann von mir sterben. Göttlich, ne? Hallo. Okay. Ein silbermoderner Helm, alles klar. Voll dekadent, hier so einen silbernen Helm anzuziehen. Ne? Besser als Alufolienhelm. Genau, auf jeden Fall. Scorby sagt es schon richtig. Oh, sehr schön. Ui, ja, liebe Leute, dann wie gesagt, heute Abend, es ist ja schon Montag quasi, heute Abend geht's weiter, 18 Uhr, mal gucken, was wir hier retten können in dem ganzen Chaos und ich hoffe mal, dass wir vielleicht noch mehr Leute dazu bekommen können, die etwas, weiß nicht, kämpfen können. Problem ist halt, der Rookie hat da auch, glaube ich, gar nicht so schlechte Kampfskills. Naja, ist, glaube ich, noch der bessere gewesen, aber hier insgesamt die ganzen Sachen, die tun schon weh, dass sie weg sind. Unser Gärtner ist gestorben. Naja, der Gärtner war's. Der Gärtner war's. Nicht. Der Gärtner ist gestorben. Also, wie gesagt, heute Abend 18 Uhr geht's weiter hier bei Broken Dreams und Broken Hörner oder sowas. Hast du nicht gesehen, ne? Schönen Start in den Montag. Und gute Nacht. Nacht, ihr Lieben. Wir sehen uns. Danke fürs Reinschauen. Ciao.